Wir haben uns natürlich, wie jeder Christ sich das sollte, die Frage gestellt, was macht diesen Mann aus Nazareth aus? Wie begegnet er uns und wie ist der historische Jesus im Kontext der Geschichte unseres Europas zu sehen? Und dieser Spurensuche wollen wir in unserer Ausstellung nacheilen, beginnen mit alttestamentlichen Quellen, versuchen hier den Stammbaum Jesu nachzuzeichnen, von Abraham über König David bis hin zum heiligen Josef und somit auch die Legitimation herauszuarbeiten, warum gerade dieser Mann aus Nazareth, dieser Jesus, der Messias sein soll. Die älteste Darstellung, die wir von Jesus in der Ausstellung haben, stammt aus dem 5. Jahrhundert, aus dem ältesten Buch Österreichs, und es zeigt Christus als Weltenherrscher mit den vier Evangelisten. Also eine besondere Darstellung, die so die ersten zaghaften Ansätze zeigt, Jesus auch bildlich darzustellen. Lückenlos schließen sich dann die verschiedenen kunsthistorischen Darstellungen aus der Romanik, der Gotik, der Renaissance über die Barockzeit bis in die Gegenwart an.